Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Spyro the Dragon. Letztes Mal haben wir also die ersten beiden richtigen Level von den Beastmasters abgeschlossen. Jetzt kommen wir also zum richtig schwierigen Level. Jawohl, wieder ein Leben, schön. Das ist gut, dass wir jetzt hier ein paar Leben bekommen. Also gut, jetzt kommen also die Treetops und das sind glaube ich diese. Also erstmal auf den Baumspitzen fliegen wir hier noch mehr und dann kommen da so eine Viecher, die ich meine, die ganz schön mies sind, die ganz schön eklig sind und so eine komische Böcke da. Da ist schon mal ein Eierdieb, den müssen wir später noch kriegen. Den kriegen wir jetzt nicht sofort. So, und dann geht's da. Also ich muss mich erstmal selber wieder orientieren hier, wie das alles war und wie wir denn nachher zu den Drachen kommen. Die ganz schwer zu holen. Auf jeden Fall erstmal diese Viecher hier erledigen. So, die hier können wir nicht so schlagen. Was haben die denn komische Früchte? Die stehen, glaube ich, auf den Armen und ihre Füße, die treten sich. Das ist irgendwie eine Art Känguru oder sowas. Da genau sowas machen die. Mistviecher, ne? So, war hier gleich noch ein Huhn? Mir war so, als ob hier noch ein Huhn war, aber okay, das ist es nicht. So, ich muss mich selber erstmal orientieren, diesen Level. Erstmal diese Hauptaufgaben hier. Dann können wir nachher hier rumgehen. Das machen wir jetzt noch nicht. Wir gehen erstmal den Hauptweg. Da hinten ist noch ein nächster Eierdieb. Der hat auch irgendwie Edelsteine oder Schlüssel. Ich weiß nicht genau, was der hat. Da hinten, das ist die Insel mit dem komischen, mit dem Drachen drauf. Da müssen wir hinkommen. Das wird schwierig genug. Oder ich glaube, es ist doch nicht die Insel mit dem Drachen. Das ist doch eine andere. Ich weiß nicht genau. Werden wir jedenfalls sehen. So, den Eierdieb, den kriegen wir jetzt nicht sofort. Und ich glaube, der hat einen Schlüssel oder so. Irgendwas hat der. Ich weiß nicht genau was. Und schon wieder haben die Viecher uns erwischt. Das gibt's ja nicht. Erstmal hier das Huhn hier erledigen, dass wir den Bell wieder haben. Ganz kompliziertes Level. Ich weiß nicht, ob es damals nur kompliziert, weil ich ein Kind war. Oder weil es ein paar Jahre her ist, dass ich es gemacht habe. Aber ich mal sehen. Vielleicht fällt es mir auch doch noch leichter, als es ist. Und erstmal den hier befreien. Nämlich Isaac. Spyro, wenn du vom Ende einer Supersprintrampe springst, kannst du es weit bringen. Ich hab's im Griff. Ich hab's im Griff. Genau, Spyro hat's im Griff. Hier, Baby. So, genau das. Da früher habe ich versucht, mal von hier rüber zu fliegen. Genau, das ist die Insel, die ich meinte. Oder doch nicht? Ach, die da hinten, glaube ich, ist es. Ach, ich weiß es nicht. Wir werden sehen, welches es ist. So, erstmal hier. Nein! Ich wollte gleich weiterrennen, weil da eine Kiste war. Okay, also in diesem Level werden wir noch einige Leben verlieren, denke ich. So, jetzt haben wir gesprungen. Jetzt können wir es nämlich genau. So, da haben wir das. Ich denke, wir müssen nachher mal komplett durchlaufen mit dem Supersprint. So, ein Leben haben wir wieder geholt. Der Kleine hier, der wird uns zu trollen. So, wie viele Edelsteine gibt es denn hier? Auch 500, drei Drachen. Das ist auch schon die letzte Welt. Danach kommt nur das Boss-Level wieder. Ah, nee, hier müssen wir doch nicht rüber. Hier müssen wir jetzt wieder sprinten. Und zwar ordentlich. Wow, das war knapp. Und hier ist ja schon das Levelende. Aber natürlich sind wir noch lange nicht fertig. So, wir müssen nämlich da nochmal zurück jetzt. Denn ihr habt ja gesehen, man muss ja da oben eher rauf, aber doch nicht. Das war eben ein Fehler, was ich gemacht habe. Wir kommen hier noch rauf. Och Mann, leck mich doch. Okay, nochmal von hier angefangen. Das Leben holen wir uns noch zurück. Och Mensch, du blödes, dickes... Könnte ich ausrasten bei sowas. So, jetzt müssen wir also einen richtig guten Supersprint starten, damit wir nach ganz da oben kommen. Das sieht aber noch nicht so aus. Da kommen wir noch nicht hin. Das haben wir schon mal erledigt. Das Level natürlich noch nicht. So, mal gucken, ob wir es jetzt schaffen, da wieder hin zurückzukommen. Jawohl, so ist es. So. Also da ganz oben drauf schaffen wir diesen Supersprint aus nicht. Wir müssen also nochmal ganz zurück. Fragst du bloß, wie? Dahin, okay. Da kommen wir hin. Und das muss man später alles mit dem Supersprint durchlaufen, glaube ich. Dann kommen wir nämlich dahin, wo wir hin wollen. Wo wir jetzt dahin hinkommen, weiß ich nicht. Wir schauen uns das mal an hier. Hier muss man her durchsprinten. Genau, und dann kommt man da vorne hin.
Oh Gott, oh Gott. Ja, dann kommt man da so runter und dann, ja, irgendwie klappt das schon. Puh, sehr kompliziertes Level. Ich wiederhole mich, ich weiß. So, jetzt kommen wir erstmal hier zum Anfang des Levels wieder. Genau da wollte ich nämlich wieder hin. Weil da ging ein Abzweig lang. Den gilt es erstmal hier zu überwinden. Hier lang, genau. Den Typen erledigen. Hier ist mal der Schlüssel für die Kiste, alles klar. Behalten wir erstmal bei uns den Schlüssel, oder? Nee, ich glaube, die holen uns gleich mal die Kiste. Den brauchen wir zu dem Ende nicht mehr hin. So, wir gleiten wieder. So, Kiste erledigt. Nur zwei und ein Zehner. So, jetzt fragt sich, wie wir wieder zurückkommen. Jetzt müssen wir natürlich wieder hier irgendwie lang. Nein, oh, es war knapp. Und jetzt natürlich wieder da nicht. Es kann auch sein, dass wir da rüberkommen mit dem Supersprint. Ich weiß es nicht. Muss man ausprobieren. Müsste man ja eigentlich, weil sonst kommt man ja da nicht rum. Aber okay. Jetzt geht es erstmal hier weiter zu machen. Ich habe dieses Level gehasst, Leute. Ich habe es wirklich gehasst wie die Pest. Gut. Hier schon mal. Hier verstecken sich die Viecher gerne hinter den Säulen. So. Also kann sein, dass es nicht viel sagt, weil ich mich hier konzentrieren muss. Wie genau wir das nachher machen. So, okay. Das war es natürlich nicht mit dem Drachen. Da kommt man natürlich locker rüber. Das wusste ich jetzt auch. Also erstmal den Drachen hier wieder befreien. Lyle. Hallo Spyro. Für eine unglaubliche Tour durch die Baumgipfel reicht ein einziger Supersprint nicht aus. Ja. Damit will er sagen, dass wir mehrere Supersprints verbinden müssen. Logisch eigentlich, ne? Da ist es, genau. Da müssen wir, das war der Drache, den man nicht so leicht kriegt. Den kann man nicht von hier aus kriegen, wenn man von hier aus fliegt. Nein, da muss man wirklich per Supersprint hin. Und zwar mit Hilfe von diesem hier. Mit dieser Rampe hier kommt man denn da nachher hin rüber. Da ist auch dieser andere komische Eierdieb. Also dann kommt man irgendwie von hier an. Fragt sich bloß von wo? Mit welchem Supersprint man hier ankommt? Oh Gott, das ist ja richtig ekelhaft. Das ist wirklich die große Frage. Welchen Supersprint kommt man hier an? Boah. Da muss ich mich wirklich nochmal richtig doll konzentrieren, dass ich das schaffe. Aber erstmal müssen wir den hier vollziehen, um da hinten hinzukommen. So, erstmal so ganz normal rüberfliegen. Richtig durchsprinten können wir dann nachher. Da haben wir ein Leben. Ja, wir wirken uns hier mit Bananen. Ja, auch. Da ist der nächste Supersprint. Also ich weiß schon, mit den anderen Supersprint müssen wir hier rüber. Und dann müssten wir es eigentlich ja über zu dem Supersprint schaffen und dann kommen wir da hinten hin. So, also den Drachen da hinten, der wird schwierig sein. Aber das schaffen wir schon. Bin ich mir recht sicher, dass wir das schaffen werden. So, erstmal hier hin. Oh, okay, hier geht es noch weiter. Das Ding habe ich gesehen. So. Na, komm schon. Genau. Und den Vogel hier wieder. Sehr schön. Und dann kommen wir erstmal hier nur dahin zurück. Kommen wir jetzt irgendwie anders zurück oder müssen wir jetzt erstmal wieder dahin? Nein, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal wieder dahin. Das ist natürlich ärgerlich. Weil das gerade gar nicht im Plan war. Also gut, das heißt, es ist Supersprint-Touren absolvieren. 10 Minuten haben wir für den normalen Level-Durchlauf gebraucht. Das heißt, Supersprint-Touren zu absolvieren, um den Rest des Levels zu schaffen. Erstmal heißt es da hinten hin. Und dann schauen wir mal, welchen Supersprint wir als am besten als erstes nehmen. Ich würde mal sagen, den da vorne. Damit müssten wir doch auch dahin kommen. Müssten wir. Also gut. Probieren wir es aus.
Supersprint ansetzen und dann halt nein, von oben. Wirklich von oben, vom ersten Strich. Sehr gut, das hat schon mal geklappt. Jetzt müssen wir hier nur durchkommen, vernünftig. Und dann mit dem hier richtig Tempo zu kriegen. Genau, und dann müssten wir hier rüberkommen. Den Alldieb haben wir, der hat einen 25 Edelstein gegeben. Okay, diesen Teil haben wir geschafft. War gar nicht so schwer. Jetzt nur die Frage, wie wir den anderen packen. So, hoffentlich habe ich jetzt hier keinen Edelstein vergessen. Nein, das dürfte es gewesen sein. Also erstmal in den Wirbel rein hier wieder, genau. Jetzt ist die große Frage, wie kommen wir zu dem anderen hin? Puh, das wird schwierig. Das wird wirklich sehr schwierig. Weil das, den Teil habe ich noch geschafft gehabt immer. Aber den anderen Drachen, den habe ich wirklich sehr schwierig bekommen. Aber ich habe es geschafft irgendwann mal. Also von daher, schauen wir mal. Wir können noch mal gucken, von wo wir zu dem, von dem hier aus noch hinkommen. Können wir schauen, also zu dem hier natürlich nicht. Ja. Also irgendwie müssen wir nachher dort rüberkommen. Mit dem Übersprint. Fragt sie nur wie. Gut, gehen wir erstmal wieder zu dem anderen zurück. Halt, anhalten, genau. Hier wollte ich hin. Ich wollte mich wieder zu dem Großen hin. Wie gesagt, ich bin jetzt wieder still, weil ich überlegen muss, wo wir den am besten herkriegen, den Supersprint. Wo wir mit dem, wie wir uns mit dem verbinden können. Fliegen wir einfach mal hier rüber. Erstmal zu dem hier. Ja, fragt sich dann bloß, wo dann hin, ne? Ach nein. So, gut, nochmal von hier aus. Starten, kommen wir auch gleich. Ach nein. Okay, jetzt kommen wahrscheinlich einige Fails. Jetzt kommen wahrscheinlich einige Fails. So, ich wollte jetzt erstmal nur zu dem hin. Oh Gott, das Wende läuft gleich weiter. Da ist der andere. Aber wie zum Teufel kommen wir. Ach nein, ey. Wow, das war knapp. Es ist jetzt natürlich die Frage, wie kommen wir da hin? Wie kommen wir zu dieser verdammten Rampe da geradeaus? Das ist die große Frage. Da irgendwie durch? Oh Mann. Sehr komplizierte Angelegenheit. Sehr, 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 sehr komplizierte Angelegenheit. Kommen wir jetzt hier erstmal hin? Ja, zu dem kommen wir jetzt erstmal. Da wollte ich auch erstmal bloß hin. Frage ist ja, wie kommen wir hier denn runter? Ist der hier schon wieder? Den kommt mir jetzt nicht gerade anspucken, schade. Boah. Da oben lang. Nee, das wird nichts werden. Ach nee, Leute, ich hab jetzt gerade echt keine Ahnung. Puh. Wie kommen wir zu dieser Rampe? Mann! Echt ärgerlich gerade. Okay, das war schon mal nichts. Jetzt sind wir hier natürlich wieder. Okay, nochmal überlegen, nochmal nachdenken. Ganz in Ruhe. Kommen wir von dem Loch da oben? Wo kommen wir denn raus? Das ist die große Frage. Wo kommen wir denn raus? Versuchen wir den Dieb hier zu kriegen.
den kriegen wir von hier nicht. Ach, der Laptop wollte schon wieder Bildschirm schon anmachen. Okay. Ach, da kommen wir raus, klar. Da, an dieser Ecke, da kommen wir raus. Ach, der läuft mit dem Supersprint auch, okay. Verdammt, wo kommen wir raus? Um dort hinten hinzukommen. Ach nein, ach nein, ach nein, ach nein. Ich überlege gerade echt richtig doll. Wo kommen wir? Wie kommen wir dorthin? Welchen Supersprint muss man da speziell benutzen? Kommen wir hier durch? Nee, dann ist es aber schon vorbei. Welcher Gott, der mit Supersprint bringt uns darüber? Mann! Ich hab gerade echt keine Ahnung. Ich hab eine kleine Idee, aber ob es wirklich was bringt, ist die große Frage. Eine sehr kleine Idee. Nein, das klappt nicht. Okay, es hat mit dem Supersprint gerade nicht geklappt. Ach nein. Mann. Gucken wir da vorne auch raus. Und wenn wir auch hier wirklich nicht hinkommen, damit zu so einem Kreis laufen, dann wieder so hoch und es ist wieder auf eine Rampe, wie eine Rampe hier im Prinzip. Mann. Bin gespannt. Nee, wo? Ich wusste gar nicht, wo ich eben hin wollte. Also, oh nein. Verdammt, ich weiß echt nicht wie. Ich weiß echt nicht wie. Ich habe echt keine Ahnung. Ich meine, ich kann es euch aber beweisen, dass es auch nicht so klappt, darüber zu fliegen. Ja, so wird das recht nichts. Das muss irgendwie mit Supersprint gehen. Ah, ja, irgendwie. Das ist, geht mit Supersprint, aber ich weiß nicht, welchen wir da nehmen müssen. Vielleicht ja einmal so. Ja, das könnte sogar klappen. Das könnte. Ich versuch's jetzt nochmal so. Ach, Mann. Aber das könnte klappen. Also versuche ich es noch einmal. Vielleicht klappt es denn ja. Ah, nein. Ach. Also auch wenn ich ein paar Leben versteuere. Aber ich glaube, so klappt es. Vielleicht. Ja, auch so. Ne, so erst recht nicht. Oh, um Gottes Willen. Was war eine dumme Idee. Das war eine sehr dumme Idee. So, 5 Versuche noch. Dann müssen wir uns das richtig, richtig einteilen. Mann! Ah, verdammt. Peitschen da gegen die Wand gegen. Ich habe sonst keine Ahnung, mit welchem Supersprint wir sonst auf diese Rampe hier kommen sollen. Das ist es ja. Mit welchem Supersprint sollen wir auf diese Rampe hier kommen? Boah. Ja, er kriegt die Kurve ja nicht so schnell. Das ist es ja. Er kriegt ja so schnell die Kurve nicht. Ah.
Jetzt vielleicht. Jawohl, so klappt's. Yes! Yes! Wir haben es geschafft, Leute. Den Eierdieb haben wir gehorcht. Hier ist noch ein lilaner. Hier ist noch was Blaues. Aber ich glaube, ich habe es anders in Erinnerung gehabt. Ich glaube, es ging irgendwie anders. Oder musste es wirklich so sein? Ich weiß es nicht. Alle Edelsteine, den letzten drei befreien wir auch noch. Das ist Jet. Das war ein toller Flug, Spyro. Du hast eine Menge dazu gelernt. Hättest du nicht an einer einfacheren Stelle verstecken können? Tja, wirklich. Hätte er nicht an einer einfachen Stelle verstecken können, aber okay. Was soll's, das haben wir geschafft. Fragt sich nur, ob es wirklich richtig war. Aber gut, wir haben es geschafft. Das ist mal das Wichtigste. Ich habe nämlich keine Ahnung. Wie sonst irgendwie. Leck mich doch am Arsch. Jetzt verlieren wir tatsächlich noch ein Leben. Und sind wieder hier. Vier Leben noch. Gut, hier war es eigentlich eingeplant, dass wir hier die meisten Leben verlieren werden. Mehr Leben, wenn wir hier in einem Level nicht nochmal verlieren. So, so kommen wir erstmal hier rüber. Sehr schön. So, ab nach Hause. So, das war's für heute. Wie gesagt, hab's angekündigt, dass wir für diese Folge das eine Level nur brauchen. Oder beziehungsweise, dass wir für dieses Level die ganze Folge brauchen werden. Beim nächsten Mal gibt's also den Boss. Der wird dann hier sein. Und dann geht's schon in die Heimatwelt. Die neue. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.